So Leute, und wir machen noch ein paar zum Sky. Also ich versuche ein bisschen herauszufinden, warum es so schlecht lief. Keine Ahnung, was war. Ich weiß nur, dass es auf einmal wieder perfekt lief. Aber dann machen wir jetzt noch ein Part für heute, um das halt jetzt noch zu testen, auch wenn du es aufnimmst. Wieder perfekt, Leute. Was auch immer es war, keine Ahnung. Ich habe zwar ein bisschen, so ein klein bisschen die Vermutung, dass vielleicht meine CPU zu heiß war, weil das kann eigentlich gar nicht sein, weil ich habe nämlich ein stündiges Let's Play gemacht zu einem Spiel, das nur als Tech-Demo raus ist und auch nur zugelassene Leute diese Tech-Demo per Steam bekommen können. Ja, und ich habe natürlich so die Vermutung, dass vielleicht irgendwie dadurch meine CPU sehr heiß war, aber ganz ehrlich, Leute, nein. Wird es definitiv nicht gewesen sein. Ich weiß nicht, was es gewesen war, das lag, keine Ahnung. Aber wie ihr es hier seht, Leute, auch schon also perfekt flüssig gelaufen die ganze Zeit. Ja, ne, wie ihr seht, Leute, guckt, komplett flüssig wieder, perfekt flüssig. Jawohl, ich kann wieder perfekt flüssig Let's Playen. No Man's Sky perfekt flüssig. So. Und deswegen, Leute, entschuldigt bitte für die letzten paar Fazits, die so miserabel gewesen sind. So, wir gehen mal raus zum Raumschiff. Seht ihr? Perfekt flüssig wieder. Evola. So. So. Wir haben jetzt die drei Atlas-Pässe fertig gemacht. Ne, Moment, Exo-Anzug. Ne? Hier haben jetzt die drei. Warte, die räumen wir mal ein bisschen vernünftig da. Ne? So, ziehen wir mal vernünftig ein. Ne? So, zack. Und zack. Und zack. So. Also, wir haben die drei Atlas-Pässe fertig gemacht. Jetzt können wir verschiedene ja, Sachen betreten. Genau. Wir haben im Raumschiff noch gut was am Hyperantrieb drin. Es geht zumindest. Was würde fehlen, um noch weitere. Oh! Nichts mehr? Aha. Hat es natürlich gar nicht mehr gefehlt. Ja. Cool. Dann, rein damit. Zack. So, jetzt haben wir wieder 45% Warpantrieb drin. Okay. Okay, ich kann das auch immer noch erstellen. Aber dafür fehlt jetzt Ferretstaub. Okay, wir werden mal den Warpantrieb komplett voll machen. Also ja, Moment, Moment, stopp, 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 stopp. Und so, zack. Zeit läuft. Aber jetzt wieder komplett perfekt. Yeah, super. Wunderbar. Jetzt kann ich wieder schön perfekt Let's Playen für euch. Wunderbar. Geht die wieder komplett perfekt flüssig. So muss das auch sein. Und sogar noch flüssiger als vorher, weil. Ich war mein Rechner im. Ja, ich habe jetzt ein Gaming Motherboard auch drinnen, ne? Und ja. Und da warte ich noch von meinem alten Motherboard im BIOS, war eine Einstellung wegen den Arbeitsspeicher verändert, was aber totaler Blödsinn war. Weil ich hätte in einer News was gelesen gehabt, Leute, weil das war Schwachsinn. Und was war das? Es war, dass man da irgendwie seinen Arbeitsspeicher einstellen soll oder so. Damit der Arbeitsspeicher dann mit voller Leistung arbeitet. So. Das hatte ich gemacht gehabt. Dann hatte das Programm CPU-Z. Natürlich auch angezeigt, dass meine Arbeitsspeicher jetzt auf 1799 arbeiten. So, das bedeutet 3600 MHz. Und das war ein mega Fehler gewesen. Denn dadurch, das hat nämlich dazu gebracht, dass einige Spiele für sich überhaupt nicht mehr vernünftig liefen und vieles nicht mehr vernünftig lief. Was ich aber nicht verstanden hatte. So, und dann hier habe ich das wieder umgestellt, weil ein Spiel lief bei mir plötzlich gar nicht mehr gut. Und zwar Hausbalder lief überhaupt nicht mehr, auf einmal gar nicht mehr gut, total stocken und so. Und das kann ja gar nicht sein, weil das ja vorher nicht so war. Und weil diese Grafikkarte, die ich jetzt habe, dürfte es überhaupt gar nicht sein. Oh, guck mal, wie perfekt flüssig er ist. Yeah, woo! So, wie gesagt, bei der Grafikkarte, die ich habe, dürfte es überhaupt gar nicht sein, ne? Ja, und deswegen. Ich werde wahnsinnig. Immer noch! Okay, das war schon. Aber ich könnte noch einen, glaube ich. Nein, dazu brauche ich nochmal eine Antimaterie. Okay. Was fehlt für die Antimaterie jetzt? Moment. Ach, für dich denn der Kohlschau, Peter, wäre man nur. Aha. Kein Problem. Yeah. Aber gut, das braucht man eben kurz ab. Aber ich glaube, das brauchen wir auch schon mittlerweile gar nicht mehr. Ne? Zack, so, zack, Moment. Und. Ja, gut, jetzt ist der Hyperantrieb zu 95% aufgeladen. Ich glaube, mir geht wahrscheinlich auch gar nicht als 100%, ne? Ja, so. Wo wir es dabei gewesen ist, allein mit in der Stelle. Das Missionsziel ist in einem anderen System. Wo für Welt X, die. Ja, genau. Das machen wir jetzt auch. Wir gehen dann ein bisschen weiter der Mission nach, weil so hier an sich haben wir schon alles fertig gemacht. Die Wartestation steht ja jetzt wunderbar. Okay, deswegen los geht's. Ja, jetzt wieder wunderschön flüssig das Spiel. Also wieder einwandfrei. Also, tut mir leid, Leute, für die letzten zwei Parts, wo das gerade so miserabel lief. Ja, wieder tut mir wirklich fürchterlich leid, dass es auf einmal so in den letzten zwei Parts jetzt so schlecht lief. Aber jetzt ist ja wieder perfekt. So, X. Zack, zack, so, ab geht's. So, wo müssen wir hin? Ah, da müssen wir hin.
Na gut, von mir ist, dann fliegen wir jetzt auch dahin. Alright, alrighty! Und puh, yeah! Guck, perfekt flüssig ist, Leute! Yeah! Jetzt ist es wieder richtig einwandfrei. Ich bin vor euch jedes Spiel in einwandfreier Qualität, richtig 4K und wunderbar perfekt flüssig displayen zu können. Und Leute, ich habe hier No Man's Sky auf alles auf komplett hoch und es läuft auch so perfekt flüssig, wie ihr seht. Mega, wa? Und jetzt lässt Let's Play auch noch so perfekt. Oh. Das scheint ja auch ein wunderschöner Planet zu sein. Moment, scan. Den will ich mir mal ansehen. Gefrierender Planet? Oh. Aggressive Wächter? Okay, vergiss es. Aber wir haben ja schon so perfekten Heimatplaneten. Mehr brauchen wir ja nicht mehr. Okay, was ist das für ein Planet? Gucken wir uns den mal kurz einmal an. Oh, jetzt kommt der Planet wieder. Kupfer? Gold und Silber. Gold! Das Planet hat richtig Gold vorkommen. Aber gut, wir sollen ja zu dem Planeten. Den scannen wir eben und dann fliegen wir auch dahin. Frostkristall, Kupfer, Dioxid, Magnesium und hohe Wächteraktivität. Das haben wir gerade noch gefehlt. Was soll der Scheiß denn? Na toll, ey. Oh, das kann wieder Spaß sein, ey. Hohe Wächteraktivität. Oh. Ich guck mal kurz bei WhatsApp rein. Ich hab da, glaube ich. Ja, hab ich auch. Der wieder. Gut, alles da. Also, okay, passt alles. Seht ihr? Hier ist wieder komplett flüssig. Perfekt flüssig. Yay! Egal, auf welchem Planeten ich lande, seht ihr auch schon allein am Mauszeiger. Ihr seht, es komplett flüssig läuft. Und so war das auch immer die ganze Zeit gewesen. Und in den letzten zwei Parts irgendwie auf einmal zickt es komplett brutal rum. Ah, das ist richtig gelandet. Wir sind direkt beim Holoterminus gelandet. Ja, ist ja geil. Haben das Signal auch direkt schon sofort exakt gefunden. Also das ist ja mal mega perfekt. Da ist er. Und guck auch mal an, wie schön flüssig das ist, Leute. Guck dich das mal an, ey. Das ist doch wow. Das ist so geil, so perfekt flüssig zu Let's Play, Leute. Ich sag's euch. Endlich mal. Habe ich einen mega perfekten Astrein Rechner. Und ach ja, ich habe ja jetzt auch richtig einen Gaming Masterboard drin, ne? Mit PC Express 4.0 etc., ne? Ne? Was halt auch zum Beispiel meine RTX 3080 ja braucht, ne? Die nutzt sie auch auf 16 GT, wie man das dann arbeiten kann, ne? Also in komplett voller Leistung. Genau das tut sich jetzt auch. Und das merkt man ja auch immer. Guck doch mal, wie flüssig das ist. Yeah! So, okay. Jetzt spielen wir vernünftig weiter. Zack. Jawohl. So. Holoterminus aktiviert. Mehrere Signalquellen verfügbar. Zack, weiter geht's. Der Turm verfügt über einen mächtigen Sender, der darauf ausgelegt ist, holographische Kommunikation über große Distanzen zu ermöglichen. Jetzt haben wir hier zur Auswahl aktivieren und weggehen. Wir machen aktivieren. So. Aha. Das passiert das. Jetzt gehen wir da oben hin. Okay. Müssen wir jetzt nämlich auch? Ah. Ach, Themis, Kollege. Yeah. Hast du deine Position reguliert? Melde dich, sobald du Daten erhalten hast. Bestätigen oder ablehnen haben wir. Dann natürlich bestätigen. Denn haben wir ja gemacht. Ausgezeichnet, wir kommen wirklich voran. Moment, KZZKT. Ich werde. Ja, weiß, weiter. Artemis überträgt ein paar eigene Daten. Es ist eine Sternkarte, die den Himmel bei seiner Position zeigt. Okay. Ich habe keine Ausrüstung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht einmal, wie lange ich schon hier bin. Also werde ich jetzt auch die altmodische Art versuchen. Ich habe die Sterne skizziert. Okay. Die Bewohner werden dir mit unserer Sternmustern weiterhelfen können. Mein Schiff war in der Nähe, also können wir nicht weit auseinander sein. Was? Ich werde dich mit meinen Übersetzer verbinden, damit du sie auch verstehst. Du musst ihn aber zuerst kalibrieren. Es sollte nur ein paar Wörter nötig sein. Ah! Viel Glück oder vielleicht bis bald. Jetzt kriegen wir den Übersetzer, verstehe ich das gerade richtig? Ja, Artemis Übersetzer bekommen. Jawohl. Und Koffer brauchen wir noch ein bisschen, aber das andere haben wir schon. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, Leute, runter hier. Zack, so. Und dann schauen wir mal nach dem Kupfer bekommen, wa? Nein. 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 Was soll das? Komm schon, Kupfer bekommen. Aber da stand doch was im Kupfer bekommen, oder irre ich mich jetzt gerade? Hä? Aber irre ich mich jetzt gerade? Stand da denn nicht was im Kupfer bekommen? Ich meine. Oder auch nicht? Ich würde mal sagen, ich fliege mir mal flüchtig immer ein bisschen weiter weg und dann schauen wir mal eben noch weiter. Da geht es ja gleich doch noch was. So, zack. So. Haben wir noch was? Ja, schön. So, dann fliegen wir jetzt mal ein bisschen da.
Nicht in den Gas gehen. Uiuiuiui. Au, 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 au. Das habe ich jetzt aber gerade nicht gesehen. Was soll denn das? Das ist. Oh, hey, ruhig bleiben. So. So, aber ich würde sagen, wir landen jetzt einfach mal direkt hier. Hier sieht es gut aus. Hier möchte ich landen. So, zack, landen. Ja, komm, sieh zu, langsam mal, nicht so schnell. Das war heute alles grafisch wieder richtig schön gut. Gibt's doch gar nicht. Na gut. So, zack. Aber Magnet. Ey, fass ich jetzt nicht. Sag mal, gibt's auf dem. Oh, oder gibt's auf dem Planeten gar keinen Koffer? Oh. Sag mal, kann es sein, dass ich gar kein. Oh. Doch, Koffer da. Perfekt, los geht's. Yee! Abgehüss. Und wieder, jetzt läuft es wieder wunderschön flüssig. Jetzt läuft es wieder richtig perfekt. Da haben wir schon. So schnell. Oh, das ging aber schnell. Cool. Okay, jetzt habe ich ihn an. So. Nucker. Boah, dann wollen wir schön abbauen jetzt. Ja, la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 l
Aber da sind wir schon. Yee, woo. Nicht lang. Ja, so. Geht doch. Boah, mega. Ja, da müssen wir jetzt wohl, also wohl reingehen. Erstmal. Was? Zack. Okay. Und rein geht's. Aha. Zack, sprechen. Hallo, Eindringling. Six ist Gurum in die Hinterlooping. Ich sehe alle. Oh Mann. Bitte um Hilfe mit dem Viking-Dialekt. Ich trage meine Bitte nervös vor, doch für eine derart einschüchternde nimmt die Feind schlechter Luhazal eine sanfte Pose ein. Der Elm bringt mir ein Wort in seiner Sprache bei und verbeugt sich respektvoll. Als ich mich umdrehe, um zu gehen, gibt mir Feind schlechter Luhazal zu verstehen, dass ich stehen bleiben soll. Anscheinend weiß der Elm mein Interesse für seine Geschichte zu schätzen und wirft mir eine Karte mit der Route zu. Mit der Route zu einem alten, uralten Relikt zu. Okay, ich habe eine Karte gekriegt. Aha. Aha, die werde ich nämlich aktivieren müssen dann auch. Ja. Okay, der Würfel. Zack. Navigationsdaten haben. Ja, bitte. Reichweite. Oh, eine Waffe. Wir haben aber schon. Da waren wir nicht schon eine neue Waffe oder immer noch die alte? Ach, wir haben immer noch das da. Gute Frage, ne? Vielleicht ist es ja an sich nicht. Ja, gleich jetzt mal. Gucken wir jetzt mal. Also. Die 352 Schaden von Titan und so. Okay, die ist sogar besser. Oh, die ist sogar mehr Plätze für Technologie und so. Wir tauschen. Zack. Baba. Yay. Wieso kann ich denn jetzt hier drin schießen? Das ist doch Schwachsinn. Na gut. Hier kann ich jetzt ja auch rein, ne? Atlas Passwort. Ach so, das ist das hier. Hätte ich so sehen können, aber warte mal. Hier, glaube ich, ist. Ach nein, hier ist ein Verkäufer oder was? Ist das für einer? Technologie-Kaufmann. Da sagt mein Kollege, was hat. Ein Training ist Johann Running. Sieht aus. Komponente kaufen, Bauplänen kaufen, Ablink kaufen. Gucken wir mal, was bei der Komponente kauft oder. Ach so. Cool. Navigationsdaten. Aha. Verkaufen. Kann ich irgendwas für richtig viel verkaufen oder. Ne, da Planetkarte, die muss ich nämlich nicht aktivieren. Natrium. Ach, 14.000. Nein, im Moment gibt es scheinbar nicht so wirklich was zu verkaufen. Na gut. Wir hatten noch einmal navigieren, weil wir hatten da noch was anderes gehabt. Technik kauft man irgendwie hat Bobfeld für herstellbare Technologien. So viel wie der Komponente, die dafür benötigt wird im Angebot. Ach so, jetzt wahrscheinlich wurde es gerade übersetzt oder was? Ah. Okay, Neutralstimulator, Teleportempfänger, Wellenform-Wiedervertreter, Wiederverwerter, Schildgitter, Laufionisator, Blitzwerfer-Upgrade. Oh, Jun, jetzt haben wir eh genug, also kaufen wir das Ding mal. Gefahrenschutzeinheit, okay, nehmen wir auch mit. Wie uns soll ich. Jun, mich verarschen. Wie uns soll ich. Ach, Nanit, oh, Scheiß, mit Reiz, was soll denn das? Action zu Bewegungs-Upgrade, genau, Bingo, das brauchen wir auch. Oh, ich werde wahnsinnig, was soll denn der Mist auch? So, Neuralstimulator erhöht die Kapazität der Jetpack-Tanks und Adrenalpumpreserven des Angriffs, wodurch der Benutzer länger fliegen und sprinten kann. Oh! Raffiniere chromatisches Metall, sammle oder raffiniere für dich den. Oha! Aber habe ich denn nicht das noch alles da? Moment mal. Chromatisches Metall, ja, wo haben wir das denn jetzt da? Ja, und das reicht nicht, oder was? Und weil der Kohlenstaub. Ja, habe ich. Okay. Zack. Zack. Reicht nicht und reicht nicht. Mist. Und dann habe ich da aber doch noch was geholt. Hä? Irgendeine. Hä? Hatte ich denn nicht noch was geholt? Oder war es das schon? Das war es wahrscheinlich schon, ne? Okay. Dann gehen wir mal wieder. So, Raumschiff, where are you? Raumschiff! Auf geht's. Okay, mehr ist jetzt hier nichts zu machen, oder was? Ach stimmt, da war ja gerade noch was gewesen, was wir ja gesagt bekommen haben. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber ich würde sagen, wir machen es uns, wir gehen jetzt mal nach Hause kurz. Boah, komm schon. Oh je, yeah, aber wieder wirklich perfekt flüssig. Yeah.
Die habe ich ja schon geöffnet. Okay, dann ist hier so nichts, alles klar. Kommt nicht so. Boah, mein mega Raumschiff. Hammer. Geil. Ja, yeah, und einsteigen. Dann zack. Raffiniere. Ja, das will ich hier doch machen, weil dann muss ich nach Hause. Boah, zack. Eine Raumstation gibt es hier? Oh, das ist ja perfekt. Oh, das ist aber... Oh, diesen Planeten habe ich noch gar nicht gescannt. Noch ein Planet, den ich gar nicht kenne. Kuffer, Lava-Planet. Kuffer, Pyrit, Salz, aggressive Wächter. Ja, ich will aber zur Raumstation, ne? So. Und... Ab geht's. Wunderbar. Ah. So. Du sollst da hinfliegen, du Trottelholz. Was war das denn wieder? Gibt's doch gar nicht. Meine Hacke, Fußsacke tut weh. Ah. Egal, eine Minute haben wir noch. Perfekt. Machen wir, wie gesagt, die Sache eben noch fertig. Und dann ist auch wirklich gut für heute mit No Man's Sky. Haben wir die drei Atlas-Pässe, die zwei weiteren Atlas-Pässe noch fertig gemacht. Und, ja. Die Antriebe alle fertig gemacht. Oh, geil, haben wir heute einiges gemacht. Und dann jetzt noch ein bisschen ein Upgrade für den Exxon-Zug. Endlich mal. Was ich auch schon lange wollte, ey. Boah, damit wir jetzt endlich mal so weit sein, dass wir es endlich mal zustande kriegen, Mensch. Sieht ja jetzt komplett wieder alles flüssig. Jetzt ist wieder einfach einwandfrei. Oh, meine Hacke tut weh. Ah, ich. Zack. Nee, guckt. Perfekt flüssig. Also so war das auch die ganze gewesen. Wie gesagt, entschuldigt für die letzten zwei Parts, dass wir so miserabel gelaufen sind. Keine Ahnung, was da los war. So, ja, ab nach Hause, ne? Zack. Meine Basen. Und let's go! Soll es mir doch wieder ein langer Flug werden. Aber wir sind im anderen Sonnensystem. Aber na gut, dann ist das so, ne? Ist ja nicht schlimm. Wieder flüssig. So, da sind wir at home. We are now. Ich sehe gerade was, das ist ja noch gar nicht. Ach, das habe ich noch. Okay, kommt dann alles im nächsten weiter, dass wir unser eigenes Terminal bekommen. Bingo. Genau. Kohlenstoff sammeln. Die Kohlenstoff sammeln. Wie gesagt, wenn die eine Sache eben fertig. Das Anzugs-Upgrade und dann, ja, ist auch genug. Dann haben wir es auch für heute. Komm, ein bisschen schneller, Junge, sei nicht so faul im Kopf, man. So, zack. Baum kaputt ziehen. Noch schneller, wieder so langsam wie immer. So, zack. Der nächste Baum kommt. Noch schneller, schon wieder so langsam. Gut, die beiden haut ihr mal von eben noch von hier ab. Aber ich sehe ja, dass alle Steine nach einer Zeit wieder auftauchen. Weil all diese Steine, die wir hier sehen, habe ich eigentlich alle schon abgesäbelt gehabt. Ist alles wieder da. Cool. Wächst also alles nach einer Zeit wieder weiter. Geil. So. Chromatisches Metall. Ja gut, das ist nicht das Problem. Ich habe ja noch Kupfer da, also wenn wir auch nur chromatisches Metall haben. Und dann wird unser Actionzug schön erweitert. Zack. So. So, Raffinator. Komm her, Ladies and Gentlemen. Zack. Kohlenstoff. Nein, ich hab mir. Da. Boah, wow, so viel Kohlenstoff. Autsch. Alter, so viel Kohlenstoff habe ich. Junge, das gibt's doch gar nicht. Okay, dann machen wir nochmal doch davon. Das Maximalste. Oh, aha. Alter. Boah. Warte mal. Machen wir doch besser Stopp bei 200. Aber so viel Kohlenstoff werde ich auch nicht verbrauchen. Das können wir, werden wir nämlich noch brauchen. Oder nein, Stopp. 100 reicht. 100 reicht. So. Zack. Zack. So, jetzt. Das wieder rein. Zack. So. Jetzt. Ja. Das wird genug chromatisches mit rein an. Insgesamt. Ja, schon hat doch noch ein bisschen gefehlt. Müsste dann eigentlich gleich reichen. Genau. So. Und. Zack, jawohl. Zack, zack, so, zack, raus da. So, zack. Oh. Ja, komm, zack.
Und zack und zack. So, das war's geschafft. Jetzt haben wir uns weiter versteckt. Jetzt können wir länger laufen und länger. Also länger schnell laufen und länger, ja, ne? Na, Ding ist halt, ne? Was ist da mit Ofen leer? Bio-Treibstoffreaktor? Ach, warte mal, Leute, den brauchen wir gar nicht mehr. Der ist gar nicht mehr nötig. Warte kurz. Zack, zack und. Na, hey. Hallo und zack. Weg damit, genau. Das war's. Den brauchen wir nämlich nicht mehr, weil er jetzt alles durch die Solarzellen da oben läuft, genau. Boah, ist das nicht geil, Leute, unser eigenen Teleporter, joa. Muhahaha. Okay, Leute, bevor ich den Fach wieder in die Überlänge ziehe, ne, ich danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal bei No Man's Sky.